nichts Schöneres, als an einem kühlen, herrlichen Sonnentag hier sich einmal den Kopf frei pusten zu lassen und die Seele baumeln zu lassen. Ich liebe es. In Hamburg habe ich meine Freunde, mein Netzwerk, hier gehen meine Kinder zur Schule. Ja, Hamburg ist einfach doch meine Heimat geworden. Mein erster Job hier in Hamburg war in einem Internet-Startup. Habe mich dann, als meine Kinder auf der Welt waren, selbstständig gemacht, als freiberufliche Kommunikationsberaterin. Und als dann mein kleiner Sohn auch schon so weit war, dass ich das Haus mal verlassen konnte, bin ich dann in die FDP eingetreten, habe mich da engagiert, habe da wirklich Blut geleckt und hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und bin dann in den Kreisvorstand und später auch in den Landesvorstand und habe da mich dann um Haushaltspolitik gekümmert. Das ist einer der spannendsten Jobs, die ich mir vorstellen kann. In die Zukunft gewandte Politik, das ist mir ganz, ganz wichtig. Da müssen die Prioritäten liegen. Aus meiner Sicht immer noch Bildung. Da sind wir einfach, da denken wir zu klein, viel zu kleinteilig, viel zu wenig visionär. Deswegen sage ich auch mal beste Bildung. Ich meine das auch so. Also wir müssen wirklich richtig Gas geben. Der Hamburger Hafen ist nach wie vor das Herz der Hamburger Wirtschaft. Wir verlieren aber im Wettbewerb mit anderen Häfen wie Rotterdam oder Antwerpen, wenn wir nicht endlich unsere Infrastruktur in Ordnung bringen. Oder haben wir einen Investitionsstau von 300 Millionen Euro. Und anstatt den endlich mal zu beheben, verbuddelt der Senat lieber über eine Viertelmilliarde in einem teuren, aber völlig unsinnigen Busbeschleunigungsprogramm. Wir nutzen hier keine Verkehrssimulationen, um zu gucken, wenn hier eine Baustelle ist, wo fahren die Autos dann lang und wo baue ich dann möglichst in der Zeit mal keine Baustelle hin. Eine Vollkatastrophe. Mein Name ist Katja Suding und ich bitte um Ihre Stimme bei der Bürgerschaftswahl 2015.